Stoppen und fliegen lassen. Den heutigen Part starten wir mit so einem kleinen Adventure, so einer kleinen Aufgabe, bevor wir dann nach Gerudo reisen und die gute Obusa auch darum bitten, dass sie uns hilft. Doch wie gesagt, zuerst mal so ein kleiner Auftrag, muss auch mal wieder sein, denn im letzten Part haben wir ja eigentlich gar nicht sowas gemacht. Und genau, deswegen machen wir das doch jetzt gleich mal. Und wir sehen wieder in der Ladescreen, sollte Revali auch dabei sein. Ja, schauen wir doch gleich mal sein Design an. Wie finde ich das denn? Es ist okay, oder? Wird noch Mipha schaut am komischsten aus. Zelda sieht epic aus. Gut, eigentlich die ersten drei. Daruk sieht auch noch am coolsten aus von den ganzen. Würde ich mal so meinen. Doch jetzt legen wir los mit unserem 7. kleinen Testchen. Let's go. Und wir haben auch schon echt viele kleinen gemacht. Erobere die Vorposten. Ah ja, das ist ja easy. Stasis. Ah, okay, weil man da natürlich auch ziemlich viele durchbekommt. Jupp, sehr gut. Okay, aber eigentlich gar nicht so effektiv, finde ich. Wir sind hier wieder mit Links unterwegs. Das ist sehr gut, weil, ja. Ne, ich finde den gar nicht mehr so schlecht. Oh, wen habe ich denn gerade getroffen? Mit wem habe ich gerade gekämpft? Ah. So, mit dem Großen. Und perfekt. Mit dem Großen finishen wir auch schon das erste Lager. So. Ja, und natürlich auch noch die Sachen hier mit. Ah, nur Essen. Oder wie? Verfügbar. Hilfe Krabbeltiere. Keine Ahnung, was damit gemeint ist. So, wir sollen auf jeden Fall noch den zweiten Vorposten umlegen. Beziehungsweise besiegen. Ah, und wir sind hier. Mhm. Erinnert mich, hier links findet ihr einen Croc, by the way, wenn ihr den noch nicht habt. Ey. Kriegt jetzt alle zurück hier. Beziehungsweise wisst ihr was, ich weiche einfach raus. Oh, ich habe sogar ein paar erwischt. Sehr gut. Uah. Okay, ab in den zweiten Posten. Kann ich das eigentlich Tatsache? Tatsächlich kann ich das machen. Und, jawohl, das war ja die 1, 2, 3, 4. Okay, warum muss auch immer jetzt nur 2 war? Ja, das mit dem 4-mal Y, dann einmal X ist schon am krassesten, muss man sagen. 1, 2, 3. Ja, das ist so ein einfacherer. Okay, wir werden hier auch gegen einen blauen Bockbläder anscheinend kämpfen. Wo ist er denn? Ah, hier. Also, wenn das mal nicht perfekt war, ich will ja nichts sagen, ne? So, passt sogar noch. Okay, passt. Er ist schon rot. Jawohl, dann drauf da. Link, let's go. Jawohl, ich hab's. Und damit sollte diese Mini-Aufgabe mal wieder erledigt sein. Das ist ja meistens so. Ah, okay, ein Moblin noch. Gerne. Bin mir gar nicht sicher. Ah. Hallo. So, okay, hinten reingehen ist immer gut. Aber wisst ihr was, ich mache jetzt einfach mal zack. Und drauf da. Der Wisch auch schön alle, sehr gut. Ah, jetzt habe ich nicht frei. Hilfe. Jawohl. Ich habe ihn schön geheadshottet. 117 gerade mal besiegt. Und weiter drauf. Sehr gut, Link. Joa, was soll denn das jetzt hier? Boah, mit der Steuerung muss man echt zurechtkommen. Jawohl. Okay, jetzt aber bin ich bereit. Und let's go, drauf. Immer schön drauf da. Boah. Ja gut, jetzt sollte es auf jeden Fall passen. Ja, perfekt. Mit dem Schmetterschlag mal wieder eine größere Aufgabe. Hatten wir schon lange nicht mehr. Über 3 Minuten. Das würde ich gerne noch... Ah, habe ich schon stoppen und fliegen lassen. 3 Minuten genau sogar. Wow, krass. Auf die Sekunde genau. Sehr gut. Okay, wir haben auch wieder ein paar neue Sachen bekommen. Freut mich. Und dann können wir jetzt reinstarten mit der guten Obusa. Ich bin gespannt. Es gibt hier, by the way, auch die Amiibo-Funktion. Wir können das mal in Zukunft auf jeden Fall ausprobieren, denn ich habe ja so die ein oder andere von der The Legend of Zelda-Reihe. Deswegen bin ich da auf jeden Fall auch dabei. Wir werden uns das mal anschauen. So. Sehr gut. Was habe ich denn jetzt bekommen? Das? Nein. Und das andere Grüne. Ja, das kann ich nämlich jetzt machen. Weil ich diese Käfer bekommen habe. Sehr gut.
Den haben wir auch schon mal vorgelesen, soweit ich das noch weiß. Du hast das Kind war so glücklich über das Geschenk, dass du damit zu dem Vater lief. Das Kind war zwar höchst erfreut, doch traf das auch auf den Steinmeister zu. Haben wir denn hier... Aha, oh, einen ganzen Kraut. Sehr gut. Ich habe hier gerade was gesehen. Die Löschechsen. Ist teuer, ja. Manchmal habe ich da jetzt nur eine bekommen, aber die brauchen wir hier für die Aufgaben. Weißt du das? Ein Körper, der Hitze widersteht. Deruk hat sich zum Ausbilder für das Klettertraining am Todesberg ernannt. Sammle als Vorbereitung für die Training feuerwehrresistente Materialien, um nicht unter die Hitze der Lava zu ersticken. Dank der feuerresistenten Materialien kannst du die Lava widerstehen und der Klettertraining der Goronen abschließen. Derweil hat Deruk sogar eine neue Fertigkeit. Sehr gut. Da finde ich auch noch ein bisschen komisch, was das angeht. Ein Bildhauer, der zum ersten Mal Goronia besucht, möchte den Goronen eine Schnitzerei schenken. Doch da das Holz dort verbrennen würde, benötigt er feuerfeste Materialien. Prima. Die einzigartige, absolut feuerfeste Skulptur ist nun fertig. Wie es scheint, hat eine Skulptur, die sogar den Flammen des Todesbergs widerstehen kann, die Herzen von Goronia. Nice, erhöht. Okay, und sonst, ja, wir könnten jetzt noch weitermachen, aber... Ah ja, Moment, ich werde erstmal kurz hier das einstellen. Obwohl, die kriege ich jetzt sowieso. Die kennen wir ja aus der Wüste. Soll ich bei dir? Ja, das Zuckerrohr, ist so nicht schlecht. Okay, auf geht's. Kann ich eigentlich auch jemand anderes nehmen? Ach, Tatsache. Oh, dann würde ich sagen, ich steuere jetzt als zweites gerne Zelda. Als ob das geht. Ja, moin, okay. Auf geht's! Nach! Ah, wie cool! Ja, cool, dann steuern wir jetzt mal ein bisschen mehr Zelda. Die Gerudo leben in einem Dorf der gleichnamigen Region. Sie sind ein starkes und stolzes Volk der Wüste, das ausschließlich aus Frauen besteht. Aufgrund ihres herausragenden Geschicks im Kampf sowie ihrer Fähigkeit, über den Blitz zu gebieten, fiel die Wahl des Piloten für den Titanen Varna Boris auf Urbosa, die Anführerin der Gerudo. Auch verband sie eine enge Freundschaft mit der verstorbenen Königin von Hyrule. Mit Link an ihrer Seite trat Zelda nun die Reise nach Gerudo-Stadt an, nicht ahnend, dass sie auf dem Weg eine überraschende Begegnung erwarten würde. Okay, da bin ich dann mal gespannt. Warum greifen die Gerudo uns an? Das werden wir wohl Königin Urbosa selbst fragen müssen. Oh no, müssen wir jetzt tatsächlich gegen das zweite Volk hier auch noch kämpfen. Urbosa sollte in Gerudo stattzufinden sein. Wir müssen die Front der Soldaten durchbrechen. Okay, machen wir das doch. Die hylianischen Truppen greifen an, genau wie Urbosa sagte. Sie sagen, wir sollten uns aufsehen. Ihr glaubt es nicht, unsere Freiheit rücksichtslos niederzutrampeln. Truppen rechts. Zieht auf Zelda. Was? Direkt zur Stadt verstoßen scheint schwierig zu sein. Gehen wir an die Südseite entlang. Mach ich gleich, was mir gerade einfällt. So. Hi. Find's ja übel krass einfach. Ein herrlicher Ausdruck der Entschlossenheit. Kämpfen wir. Also das kann sie, mit einmal kann sie das da machen. Wenn ich mache 1, 2, oh, jetzt komm schon. 1, 2, 3. Und dann das da. 1, 2, 3, 4 und... 3, 4 und... Oh, krass. Aber sie kommt gut durch Schilde durch. Sind ja gerade zwei... Ja, okay, krass. Gegen Schilde kommt sie wirklich gut an, die Gute. Aber sie ballert ja auch einfach mit den Dingern. Oh, komplett. Ja, also wie gesagt, durch Schilde... Mir gefällt sie.
Oh, der Angriff ist ja auch krass. Zack, mit dem Magneten. Wir haben alles gegeben und verloren. Okay, interessant, die wirklich zu spielen. So. Steuerung beenden. Ja, passt schon. Das ist ja krass. Das ist fast schon eine Ulti bei ihr. Und passt das? Nein. Jetzt aber. Sehr gut. Okay, also hier die Crocs zu finden wird auch ziemlich interessant. Sorry, wenn ich dich wegballer. Oh, Zelda ist übel stark. Muss ich einfach mal so sagen. Gefällt mir. Wirklich extremst gut. Natürlich, wie wir es kennen, eine offene Wüste. Mal schauen, was ich hier so finden werde. Ich habe schon so die eine oder andere Sache. Oh, wo ist denn Dings schon hin? Ja, dann würde ich sagen... Moment, du gehst mal... Oh, schaut mal an, man kommt bis da hoch. Dorthin. Link. Und Link ist schon mal hier. Achso, das war schon richtig. Also hier alle Crocs? Nee, ich glaube nicht. Das war eine Falle. Wir sollen vorgeben, unterstützt zu sein. Was um Bosa im Sinn? Das frage ich mich auch, was sie im Sinn hat. Ganz ehrlich, was soll denn das so, Bosa? Achte auf die Energie von Zelda. Mach ich. Boah. Ich muss sagen, Zelda kann gut durch Schilde durchbrechen, weshalb sie sehr attraktiv macht. Finde ich jetzt. Gerade mal eins weg bei ihr, okay. Aber die sind nicht so schnell, die Gerudo, irgendwie, habe ich das Gefühl. Mhm. Ah, ich konnte sie gerade echt gut treffen. Habt ihr es gesehen? Och. So, jetzt sollte ich dich aber trotzdem gleich haben. Komm schon, jawohl. Erobert. Weg, weg mit euch. Also sie sind schon recht gleich, alle ausschauen. Sie schauen echt recht gleich aus, alle, wollte ich sagen. Klar, ein paar gibt es, die ein bisschen anders sind, aber sonst... hier natürlich so. Tut mir leid. Hallo? Ihr kämpft immer, oder? Die gegnerische Truppe ist klein, überwältigt sie in Überzahl. Das stimmt, Tatsache. Soll ich schon jetzt zum Ziel gehen? Ich weiß es nicht. Ich gehe auf jeden Fall erstmal hier hoch, weil, ne, wir schauen ja uns gut um. Hm. Scheint mal wieder nicht allzu viel zu geben. Hi. Da, wo ist Zelda? Oh, Zelda ist da ganz oben, wo sie hin soll. Okay. So, wir schauen uns hier jetzt mal kurz um. Okay, nicht wirklich viel, ne? Ah, endlich mal wieder so ein Croc. Ich hoffe, hier gibt es, by the way, nur solche. Aber das bezweifle ich leider. So, dann schauen wir doch mal. Das Ding ist halt, ich glaube, wir kommen hier eh noch hin. Was für mich bedeutet, ich mache weiter. Link! Link! Ja, hi! Oh, nice. Habe ich gerade so gesehen, werde ich doch gleich mal ausnutzen. Oh. Was machst du denn da? Steht nicht so in der Gegend herum. Schnappt euch, Zelda. Was ist denn nur mit Urbosa los? Sie ist überhaupt nicht mehr sie selbst. Ja, warum denn? Die Tore sind offen. Das ist unsere Chance, rücken wegen Gerudo. Machen wir doch gleich mal. Ich meine, hier sind auch noch echt viele. Aber naja. Tut mir auch leid. Aber Urbosa ist echt komisch. So kennen wir sie überhaupt nicht. Naja, wo sind denn hier so viele? Ich sehe hier eigentlich keinen. Aber mal schauen, wie sehr detailgetreu das zu sein wird, die Stadt. Also das mit der Statue und so, das passt schon mal alles. Hallo, kommen jetzt mal Gegner. Ich sehe hier kaum Gegner, ist die Sache. Alter, endlich. Joa, genau. Ich bin nicht weggerannt oder so. Ist Imp... Ne, Impa ist da, okay. Ich dachte schon, Zelda ist auch da. Komm schon. Hatte ich sie nicht? Nee. Okay, ich habe schon wieder Ult. Ja, dann nutze ich das doch und werde das Gegnerlager hier wegziehen. So, jetzt haben wir hier überall Freiraum. Mhm. Ist das nicht hier dieser Geheime gewesen? Der Geheim-Dings, ihr wisst schon.
irgendwie komisch hier zu kämpfen. Ich bleib dabei. Hier oben war eine Truhe. Schade, dass das nicht so auch jetzt hier ist. Aber naja. Dann hier bei der Robbenfahrerei. Ja. Also man sieht auf jeden Fall alles. Da kann man sich das nicht so genau anschauen. Aber ja, dann hier ist der Haupteingang. Komme ich hier raus? Nee. Okay. Sorry. Oh Mann, die tun mir echt leid so. Ich meine, wollen tue ich das ja nicht, ne? Das ist ja dasselbe wie beim letzten Mal. Naja, ab nach oben. Obosa, was ist los? Obosa, Königin der Gerudo. Obosa! Warum? Warum tust du das nur? Dein Schicksal endet hier. Prinzessin Zelda. Ich glaube, es ist ein Jäger. Ich eilte hierher zurück. Doch niemals hätte ich gedacht, eine Situation wie diese vorzufinden. Obosa? Bist du wohl auf, Prinzessin? Ja. Obosa, Königin der Gerudo, diesmal wirklich. Verflucht sollt ihr sein! Verflucht dafür, mir im Wege zu sein! Obosa? Koga, Anführer der Jäger. Aber da ihr schon einmal hier seid... Übernehmen jetzt meine Jungs! Mega geile Szene. Gefällt mir. So, Hallöchen. Die hatten schon sogar... Unglaublich, dass die Doppelgänger von Obosa den Befehl gab. Ja, das stimmt. Spannungsleiste. Ach so. Oh mein Gott, wie cool. Okay, Obosa. Endlich kann ich meine Lieblingsreckin steuern, Leute. Siege die Jäger-Offizier. Mehrfachfindung. Okay, wiederholt nach einem starken Angriff, um Spannungsleiste zu entladen. Obosa, es ist ermutigend, dich an der Seite zu sehen. Das stimmt, so. Ich find's auch mega cool. So, verdrängen wir doch immer die Jägers. Oh, es ist nice. Ja, wir steuern Obosa, Leute. Wie krass ist das denn? So, was kann sie auf dem? Ach, hier kann sie sich laden. Okay, hä? Komm ich jetzt wieder hoch? Dankeschön. Und jetzt habe ich gerade gesehen. Die Jäger-Offizier. Flucht vor uns ist sinnlos. So entlädt man. Ah, Moment, du machst nicht dein... Oh mein Gott, wie cool. Ach, ich liebe Obosa. Was ist das jetzt hier? Mehrfach, mehrfach, mehrfach. Ja, mach ich doch. Oh, krass. Okay, krass, was er... Was sie kann, ist auf jeden Fall mega krass. Oh, nice. Attackenkugel. Jawohl, jetzt haben wir ihn gleich. Geh mal weg. Er wollte es gerade machen, ne? Okay, dann sollten wir ihn jetzt haben. Oder? Jawohl. Weg mit dir. Was fällt euch ein, hier in Gerudo-Stadt reinzukommen? Das sollte nicht enden. Ach, du bist voll. Okay. So, von hier komme ich. Dann denke ich mir, kann ich nur wieder raus, oder? Ne, hier kann man auch noch längs. Okay, wieder in die Stadt. Ah, hier sind ja auch viele. Das kennt man wiederum aus dem Trailer schon. Deswegen dachte ich mir das schon. Aufladen und... Wiederholt drücken. Sehr gut. Oh mein Gott, ich mag ihre Steuerung wirklich gern. Was soll denn das jetzt hier? Joa, die böse. Was kann sie... Wie macht sie das?
Ah ja, okay. Wäre immer interessant, was bei ihr das, wie das bei allen anderen ist, halt, ne? Ah, ich würde gerade ausweichen. Dann probieren wir mal, wie schaut bei dir das aus? Das könnte funktionieren. Aha, habt ihr es gesehen? Sie hat so. Sie hat so, mehrfache Klingen geschossen. Und was machst du da? Frieren wir sie ein. Okay, das ist basic, aber ich glaube bei jedem. Darf es nicht enden? Nein, 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 du endest hier noch lange nicht, meine Liebe. Aber ich mag das mit dem Entladen. Achso, mehrfach drücken. Ja, ich drück's doch mehrfach. So, drauf da. Oh, das ist wie so eine Ulti. Wir haben aber ihre Ulti noch nicht mal. Wir hatten ihre Ulti halt noch gar nicht. Das Team gefällt mir auch mega gut hier beim Battle. Man merkt halt, dass es Wüste ist. So muss man das sagen, denke ich. Ja, cool. So, ich würde jetzt aber sagen mal, Zelda. Obwohl Zelda sollte hier bleiben. Link, du gehst mal hier hin. Und wir gehen aus dem Ausgang hier. Hi. Du willst wirklich gegen mich kämpfen? Okay. Genau. Oh, sehr gut. Hier ist einer. Immerhin schon wieder zwei gefunden. Bis jetzt ja immer mindestens zwei. Oh, wir haben jetzt schon für 28 mittlerweile. Krass. Hier kann ich die auch zerstören? Ja. Will ich alles mitnehmen, was man so finden kann? Oh, die Statuen. Natürlich. Ich lade mich mal kurz auf, Moment. Ja. Und dann schauen wir mal, was abgeht. Wie groß, wie weitläufig das Gebiet sein wird. Aha, da sehe ich schon wieder einen Croc. Ich bin gespannt, wirklich. Ja, haha. Sehr gut. Das heißt, wir haben schon mal drei. Das da vorne sollte schon der nächste sein. Oder was habe ich da? Was war denn das? Okay, nee, kann ich jetzt nichts mitmachen. Aber naja, nicht so schlimm. Hi. Okay, wenn ich einmal das drücke, dann macht sie so einen Ladungsstoß. Wenn ich mehrfach... macht sie sowas und nutzt den auch. Okay. Okay, kann man auf jeden Fall merken und verstehen, was sie so vorhat. Oh. Serious. Das muss ich mir gleich merken, beziehungsweise ich gehe da jetzt mal kurz hin. Nicht, dass wir den Croc noch verpassen. Da sind natürlich ganz, ganz viele Exalfosse hier. Ah ja, man, ich mag diese Musik doch ganz gerne. Und jetzt mach ich's mal. Ja, gut. Ist eigentlich logisch, was sie macht. Blitze, Gewitter und alles Mögliche. Wow, es macht denen halt nichts aus. Wow. Naja, nicht so schlimm. Also wie gesagt, bevor ich jetzt zu diesem großen Field gehe, gehe ich mal hier runter. Ist es schon hier, ja. Und schauen wir mal das an. Da sollte ich nicht reingehen können? Nee. Okay. Sehr gut, aber die kennen wir natürlich auch. Das war das, wo wir durch den Eiskeller gehen mussten. So. Ah, okay, den müssen wir wieder freezen. Ich weiß ja Gott sei Dank, wie es funktioniert. Stopp. So, das sollte passen. Ja, mehr als genug Schläge waren das auf jeden Fall. Jawohl, ein weiter Croc. Sehr gut. Also in diesem großen Riesengebiet da. Ja, da bin ich mir recht sicher, dass ich nicht alles bekommen habe. Aber sonst... sonst sollte es eigentlich ganz gut gewesen sein. Oh, jetzt haben wir hier wieder recht viele. Dann kann ich jetzt nochmal die X austesten. Ah, das sind Jigas sogar. Jetzt drücke ich es mal wiederholt. Ah, okay, dann macht sie so Schläge. Krass. Nein. Oh, also ist cool. Ich werde sie natürlich jetzt austesten, weil es einfach so geil ist, sie mit ihr zu kämpfen. Eins, zwei, drei. Eins. Gut, ich lade mich mal kurz auf. Boah, du Fieser. Jawohl, ich habe ihn sogar echt gut getroffen. Wie auch immer. Ich fokussiere den mal. Okay, immer schön von hinten. Ja, okay. Wenn man so schön von hinten ausweicht, ist es gar nicht schlecht.
Ja, jetzt komm, greif doch an. Und zack. Ja, jetzt sollte das auf jeden Fall weggehen. Beziehungsweise, ah, das ist sogar ein Bossfight, sehe ich gerade. Ja, moin. War jetzt nicht wirklich das, was ich mir drunter vorgestellt habe, ehrlich gesagt, aber gut. Ja. Du bist wie die strahlende Vorbild, Obosa. Dir kann ich für immer vertrauen. Ja, das freut mich doch. So, jetzt hören wir uns das nochmal an. Hier sind mich gerade ganz viele. Zack. Extrem nice. Und? Okay, immer noch ein Jägeroffizier da, aber gut. Wurden auf jeden Fall schön viele besiegt. Und stopp. Ich glaube, ich erwische ihn überhaupt. Ja? Ich glaube schon. Auf jeden Fall habe ich viele erwischt. Ja, natürlich hat es trotzdem geschafft bei dir. Achso, Moment, ich muss ihn fokussieren. Das war ein guter Ausweicher, muss ich sagen. Da muss ich mich ein bisschen selber loben. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Jawohl. Der Jägeroffizier ist auch weg. Und... Zack. Ah, das trifft sogar alle. Nice, jetzt auch schon wieder eine Stufe erhöht. Das stimmt. Ihre Sprüche auch, finde ich jetzt schon mega nice. So, mal schauen, ob uns hier dieses kleines Wüstengebiet, ist kein gutes Deutsch, nein, dieses kleine Gebiet, ob uns das noch was bereithält, oder halt auch nicht. Wer weiß. Ding ist, mein Ziel ist irgendwie da weit unten. Ist da irgendjemand? Prinzessin, ich bemühe mich. Wo bist du denn? Ja, dann würde ich mal sagen, Link, du gehst bitte wieder nach da unten. Wow, okay, damit hätte ich nicht gerechnet. Pika-Stein-Signal. Ah, ich verstehe schon. Boah, sie ist so krass stark einfach. Da gehe ich ja gleich sowieso hin. Wie bist denn du hierher gekommen, meine Liebe? Ich schaue mir mal das hier kurz an. Obosa steht gerade nur rum, wie ich sehe. Naja. Hier sind wir bei der Wüstenbar. Ja, da sollte es doch auch was geben. Zack. Frag mich, kann ich da überhaupt hin? Ja, ne? Ja, da durch das. Okay. Gleich komme ich da zumindest hin. Okay, hier ist jetzt erstmal Sackgasse für mich. Genau, mal schauen. Ah, hier war ich ja überall. Nein, ich wollte hier runter. Damit wir uns das hier auch nochmal angucken. Ist das hier der richtige Weg? Nein. Okay, I understand. So, aber hier ist tatsächlich irgendwie gar nichts. Kann das sein? Kann schon gut sein, dass hier überhaupt nichts ist. Cool. Ja, das mit der Wüste halt, das ist ein bisschen ein Problem, weil es schon echt viel ist, ne? Was es dort geben kann. Aber hier in diesem Gebiet, da sollte es doch noch recht viel geben. Ich glaube, ich bin jetzt nicht allzu blind und sehe so auch das wirklich das eine oder andere. Ah, okay, das geht hier gar nicht weiter. Ah, Link ist da, sehr gut. Oh, ich habe ihn sogar Damage gemacht, nice. Hat er schon ganz gut Damage kassiert. So, jetzt schön da drauf. Den Gerudo-Kommandantin hilft mir auch weiter. Nice, also es war übel der gute Angriff. Ich weiß nicht mal, wie ich ihn gemacht habe. Aber hey, Hack and Slay und so, ne? Zack. Damit haben wir die Stadt gesichert. In der Tat, wie wäre es, wenn wir in den Orten gehen und die Unruhe dort stiften, nicht stiften, besiegen. So, hier ist ein kleines Reiseschwert, sehr gut. Oh, das Gebiet kenne ich ja auch. Das ist, ja, das ist mir auch bekannt. Warum ist die Karte jetzt so komisch? Prinzessin, Obosa! Sehr wohl, Prinzessin. Ah, so. Okay, linker Stick. Dann bekommt man die andere Ansicht. Habe ich da wieder so einen Ruby gesehen? Oder wie die heißen? Keine Ahnung, ehrlich gesagt. So, die Frage ist, ob ich jetzt nochmal zurückgehen soll. Ich habe das Gefühl, dass hier schon noch irgendwas ist. Ah, ich muss da sowieso hin. Da ist mein Ziel, sehe ich gerade. Natürlich. Es geht sehr empfindlich auf Geräusche. Unseren Gegner lauten Angriff besiegen.
Jetzt muss ich die nochmal besiegen. Sirius, besiege die Gegner mit einem lauten Angriff. Heißt mit einem lauten Knall oder wie? Wow! Was war das denn? Das ist ja mega krass gewesen. Wo ist denn der? Ach, da hinten. Ja, ich muss die wahrscheinlich so machen. Sonst verstehe ich es nicht so ganz. So, das sollte doch reichen. Nein? Also wenn das kein lauter Angriff ist, dann weiß ich auch nicht. Wie wäre es mit... Ach so, Bombe. Aha. Ja, okay. Ich verstehe nicht, warum Blitze nicht lauter seien. Aber gut. Oh, in Ordnung. Das könnte ja ausreichend sein. Jägerbande mit Bomben. Ja, gerne. Vorsicht, Bombe. Ich schaue mir mal an. Ja, da gibt es noch mal ein paar. Kommt mal alle her. So, hier sind jetzt ganz recht viele. Okay, das ist sehr umständlich. Ich werde es mal mit... Was ist hier? Ist hier, okay. Link! Wo sind denn hier noch Gegner? So. Steht das auch mit ihm? Ja, Gott sei Dank. Ja, hätte ich das gewusst, würde ich die natürlich nicht alle wegschnitzeln, ganz ehrlich. Eine weitere Verstärkung erhalten. Ja, das ist ja auch gut so. Sonst würde ich hier ja ewig brauchen. Also, wo? Mann, hier waren so viele. Das ist ja blöd jetzt. Da sind nochmal ein paar. Oh, ja, endlich. Hier sind, ja, Gegner. Hallöchen. Ja, danke schön, Spiel, dass du mich supportest. Finde ich sehr korrekt. Jawohl. Jeden Moment. Passiert was? Oh, ich weiß, was kommt. Eine Sandrobbe! Das ist ein Moldora, ja, oder so. Okay, man flieht panisch vor dem Moldora. Wie mitleidenswert sie sind doch. Das ist der Kreis, der runde Gegner unterbrochen. Ah, Moment mal, war das nicht so? Ey, ihr Narren, was tut ihr denn da? Reißt euch zusammen. Ich dachte, man besiegt sie so. Der Gegner geht bald in die Luft. Nun kreisen wir sie. Ah, okay, ich muss die Moldora gar nicht besiegen, oder was? Ein Moment. Hey, seid ihr jetzt zufrieden? Moldora, verbündete Befehle erteilen. Ja, weiß ich doch schon. Hey, gut, dann geht's Zelda nochmal zurück. So, und Lil... Wen spiele ich denn gerade? Obosa? Nein. So, geht bitte... Ja, hierhin. Obvious. Und Link geht, wenn ich ihm nichts mehr sage, bitte dahin. Okay, aber anscheinend sollen wir die Moldora gar nicht besiegen. Ha, wir machen die Jägerbande platt. Weil ich glaube kaum, dass ich sie so besiegen soll. Natürlich. Moldora ist ein starker Gegnerin. Wir ignorieren sie erstmal. Ah, okay. Okay, Tatsache. Okay. Ja gut, dann Hallöchen. Ich meine, den Kampf mit der Moldora mache ich. Der, wow, hat das schön viel Damage gemacht. Weiß zwar das Falsche, aber ich habe immerhin irgendwas gemacht, ne? Ach, Link läuft hier auch durch. Interessant. Hallo, großer Jägertyp. Der echt viel Leben hat, by the way. Ja, aber das war ja nicht genau richtig getimed. Jo, du Hund. Ihr gebt euch richtig Mühe. Vorsicht, Bombe. Vorsicht, Bombe. Geh mal weg, du. Ey, ich muss ihn einfach richtig... Ich muss vielleicht mal nicht immer nur drauf gehen.
Jawohl, jetzt war es richtig, weil ich ausgewichen bin, so. Das war's, okay. Ein Blitzangriff und das war's. Hör ich jetzt gleich mal auf. So. Und ein paar sollte ich dann doch noch wegmachen, vielleicht. So, jetzt ist die Frage, ich laufe auch mal hier durch. Ich meine, Link geht sowieso schon den richtigen Weg. Das heißt, ich kann mir auch mal kurz Zeit lassen, das genauer anzuschauen. Wer weiß, was hier noch so ist. Ne? Oh, Kanonen, ja moin. Weg mit euch. Auch ihr haltet nichts aus, meine Lieben. So, also den Großteil werde ich hier auf jeden Fall mit Obosa machen, wenn man sehen kann. Oh nice, da war gerade irgendeine Heilung drin. Das nehme ich auch gerne, würde ich sagen. So ist nicht, ne? Nein. Erstmal eine Blitzattacke. Sehr gut. Oh, Obosa steuert sich echt schön. Muss ich sagen, und ich finde hier auch irgendwie in der Wüste ruckelt's weniger, denn ich habe mir auch so ein Video angeschaut. Und dort wurde gesagt, dass es komischerweise immer dort, wo es Bäume gibt, also sie sagen eine Begründung, in diesem Spiel ruckelt. Und ja, ich finde es echt sehr interessant auf jeden Fall. Ich glaube, das sagte ich auch bereits schon mal. So, ich werde jetzt erstmal mit, genau mit ihr. Aber ganz kurz, Obosa, du musst jetzt nicht wieder zurücklaufen. Du kannst jetzt mal hier bleiben. Hast du jemanden erwischt? Ich weiß gar nicht. So, ich finde auf jeden Fall, Zelda steuert sich auch mega cool. Zack, die wurden einfach hochgeschleudert. Und jetzt nochmal explodiert. Also das macht sie direkt bei Dings, ja. 1, 2. 1, 2, 3. Ich versuche es. Warte, ich glaube, sie kann nur das. Ich weiß nicht, ob ich ihn gerade getroffen habe, aber wie gesagt, mit Zelda kann man wirklich gut die Bosse besiegen. Muss man einfach sagen. Hier, was soll das jetzt hier? Ja, das meine ich ja. Oh, ich habe ihn sogar erwischt, ja moin. Okay, ich hab ihn. Hab ihn doch. Mach doch, so. Das ist übrigens ein toller Schmetterangriff, so eine Dings dahin rollen. Ich find's cool, Zelda, wie du kämpfst. Wirklich. Auch wenn es nicht die Art ist, wie du kämpfen solltest, muss man mal dazu sagen, ne? Aber hey, sie ist trotzdem cool. So, wo sind jetzt meine... Ah, ich habe die Truhen, glaube ich, schon bekommen. Ich möchte noch kurz, wenn ich hier durchgehe... Ja, genau, da waren wir nämlich auch noch nicht. So, die nehme ich natürlich. Umsonst ist hier, glaube ich, nichts, ne? Nicht wirklich. Und zack. Was? Hat nicht mal die anderen erwischt? Schade. Ja gut, ich glaube, Zelda, du kannst jetzt gleich wieder zurückgehen. Ich würde noch kurz da reingehen, weil... Ich glaube, da war ich noch nicht und es schaut irgendwie interessant aus. Ein bisschen Glibber. Sonst gar nichts. Nope. Wo soll ich denn da rein? Ach so, simpel. Ja, nee, doch nicht. Ich würde jetzt gerne noch ganz kurz dort unten in die Ecke gehen, weil das schaut auch noch recht interessant aus. Oh, und das hier auch. Und hiermit? Hinfort! Ein Croc als ob. Ja, moin. Okay, so einen habe ich ja noch nie beachtet. Ihre Bomben sind auch tatsächlich am stärksten, finde ich. So, hier komme ich auch rein, aber hier ist nicht mal ein Lager oder so. Mal schauen. Das ist auf jeden Fall ein cooler Croc, den kann man auf jeden Fall leicht übersehen, genau solche meine ich. So, aber hier ist tatsächlich nichts, ne? Ne. Man kommt ja aber auch wirklich schnell übers Battlefield. So, ich würde glaube ich sogar sagen, Leute, ne, wir machen jetzt schon noch das Test. Letzte Lager machen wir heute schon noch, mit Link und Boy. Und das jetzt hier, das ist hier. Natürlich habe ich das falsch gemacht. Aber gut, so. Es ist schön, dass die Gerudos jetzt mit uns kämpfen. Aber da sieht man auch, wie loyal die Gerudos sind. Sie wissen genau, dass es nicht so eine gute Idee ist, gegen Zelda zu kämpfen. Aber sie machen es trotzdem, weil es ihre Königin hier eben sagt. Das ist ziemlich echt stark. Weil wurde ja gerade richtig gemacht. Hast du gesehen? Vielleicht werde ich ihn jetzt so besiegen. Ja.
geklappt. Okay, sehr gut. Gut. Der Gegner selbst Tore geöffnet. Los, befreien wir das Land von der Jägerbande. Leute, ich weiß, der Ding besiege Kruger. Ist jetzt halt die Übung, sag ich mal. Ich weiß, der Part ist extrem lang, aber ich würde sagen, das machen wir jetzt gemeinsam noch. Und dafür werde ich Obosa mal kurz dahin. Geht denn das nicht? Selbstverständlich. Ach, ich gehe einfach mit ihr dahin. Wir besiegen ihn noch und dann endet eh die Mission. Dann haben wir wieder eine schöne Mission beisammen. Oh ja, klar, wie schnell bist du denn? Klären wir sie ein. Bin ich aufgeladen? Nee. Nicht so ganz. Jetzt sag Koga, verpiss dich. Und jetzt noch die Ulti hinterher. Mal schauen, ob sie danach wieder geladen ist. Das ist ja ganz cool. Sehr laut. So, sorry, wenn ich das teilweise vergessen. Oh, wow. Habe ich seine Dings komplett ignoriert. Was macht er da? Das könnte funktionieren. Oh, was mache ich jetzt? Als ob. Ja, moin. Okay, das war sehr gut. Link ist auch mittlerweile da. Applaus. Mehrfachangriff. Ja, macht es halt. Mehrfachangriff. Komm, mach doch. Oh, jetzt muss ich mich aufladen. Ja, mach halt noch random mal den Angriff. Wie wär's, wenn du mal vereist wirst? Und jetzt, warum habe ich den Lister gemacht? Naja. Egal, er hat auf jeden Fall schon mal eine ganz gute Dings. So, sehr gut. Ach, ja, das kennen wir doch so. Dass er da drin steckt. Und mehrfach Angriff. Und der finale Schlag wird ihn wahrscheinlich noch gar nicht finishen, oder? Okay. Oh, dass ich nicht geschlagen habe. Ich schicke euch die Geheimwaffe in die Vergessenheit. Neue Moves? Oder wie jetzt? Koga hat einen Doppelgänger erschaffen. Oh mein Gott, das sah gerade schlimmer aus, als es war. Sehr gut, ich habe sogar beide getroffen. Ja, nice. Aha. Nein, jetzt komm schon. Oh oh, ja, wie soll ich denn beide? Ja, klar, du. Und zack. Sehr gut. Na? Jawohl, okay, du solltest jetzt tot sein. Koga ist schon mal weg, also einer zumindest. Dann frage ich mich halt... Oh. Wo bist du denn hin? Linky Boy. Oh mein Gott. Stopp. Obosa will halt wirklich nicht helfen, ne? Und jetzt mache ich noch das dahinterher. Und dann sollte es vielleicht ja gleich down sein. Ja, obwohl, geht auch nicht, voll klar. Ich werde ihn wahrscheinlich eh wieder anders finishen, als ich jetzt wollte. Hallo? Ich dachte gerade, bin ich down oder was? Du Hund. Ich glaube, das da will er. Richtig? Jawohl. Okay, das ist echt einfach, das abzubrechen. So, also jetzt da, komm. Drauf da, damit wir es haben. Ja. Ah, Schmetterschlag. Was hat er gerade gemacht? Er hat sich so hin und her gewählt. Auf jeden Fall haben wir es geschafft. Ritterlicher Kämpfer. Super. Verzeiht mir. Ziehen Sie uns. Nicht mit mir!
so blöd kann es laufen, Leute. Aber auf jeden Fall haben wir es jetzt abgeschlossen. Freut mich doch, sehr gut. Ja, ein paar neue Waffen, passt schon, ja. Okay. Und wir bekommen den Wüstenschulterschutz. Wir sehen uns bei einer weiteren Folge. Habt einen schönen Tag noch und bis dorthin. Tut mir leid, euch an einen solchen Ort zu rufen. Die Stadt befindet sich zurzeit in Aufruhr. Das macht doch nichts, Urbosa. Sei ganz unbesorgt. Die Jägerbande. Ihr habt sicher bereits davon gehört. Abtrünnige der Shika, die die Wiederkehr der Verheerung Ganon planen. Diese Tunichtgute tyrannisieren das Gerudo-Tal. Wir dürfen ihrem Treiben nicht weiter tatenlos zusehen. Ich bin mehr als bereit, den Titanen zu steuern. Auch bist du zu wichtig, als dass ich dir meine Hilfe verweigern könnte. Tausend Dank, Urbosa. Ich werde ebenfalls meine Pflicht tun, als Prinzessin von Hyrule. Prinzessin. Nur ein einziges Wort von dir genügt mir, damit ich dir meine Stärke leihe.